b1.2. Punkte a n mit x und 0,25x² minus x minus 5 auf der Parabel p und Punkte c n mit x minus 0,5x plus 1 auf der geraden g haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit den Punkten b n auf der geraden g und Punkte d n für x von minus 4 bis 6 Eckpunkte von Drachenvierecken a n, b n, c n, d n mit der Gerade a n, c n als Symmetrieachse. Der Abstand der Punkte BN von der Geraden ANCN beträgt 2 Längeneinheiten. Zeichnen Sie die Drachenvierecke A1, B1, C1, T1 für x gleich minus 2 und A2, B2, C2, D2 für x gleich 3 in das Koordinatensystem zu B1.1 ein. Okay, was haben wir alles? Wichtige nochmal markieren. Wir sollen einen Drachen einzeichnen, beziehungsweise zwei Drachen. Für den Drachen brauchen wir natürlich die Eckpunkte. Wir kennen Punkt A. Punkt A liegt auf der Parabel P. Schon mal ganz wichtig. Und wir kennen Punkt C. Punkt C liegt nämlich auf der geraden G. Und jetzt weiter, sie haben dieselbe Abszisse X. Also sie liegen direkt übereinander. Zusätzlich gibt es noch die Punkte B. Hier Punkte B, die liegen auch auf der geraden G. Punkte D wissen wir gar nichts. Die müssen wir also über die Symmetrie des Drachens holen. Und hier heißt noch, für x von minus 4 bis 6 existieren die Drachen. Vielleicht schnell drauf, was heißen diese Zahlen. Schauen wir uns das an. Für x von minus 4 und x bis 6, ja, das sind genau die Schnittpunkte. Ja, von da bis da existieren die Drachen. Also das bedeutet immer dieses Intervall, das dabei steht. Bis dahin existieren solche Dinge. Das sind eigentlich immer die Schnittpunkte. So, und dann haben wir noch AC als Symmetrieachse. Damit man sich den Drache vielleicht vorstellen kann, ist schnell hinskizziert, dann liegt er ungefähr so drin. So ist die Symmetrieachse, wenn oben halt, oben haben wir den Punkt C und unten haben wir den Punkt A. Ja, so ungefähr sehen die dann aus. So, auch noch wichtig, nehme ich hier die Farbe, der Abstand von den Punkten BN zur Gerade beträgt 2 Längeneinheiten. So, mit diesen Informationen müssen wir jetzt den Drachen zeichnen. Mache ich das mal nochmal weg. Fangen wir an mit Punkten AN und CN. Erste Aufgabe, für x gleich 2, minus 2 zeichnen. Wir gehen also in unser Koordinatensystem, suchen uns, wo ist x gleich minus 2. Das ist hier der Fall. Und im Prinzip einfach so gerade reindenken, parallel zur y-Achse. Man geht so weit nach oben oder nach unten, bis man die Parabel und die Gerade trifft. Und da sind meine Punkte zu finden. Oben war der Punkt C1, unten war der Punkt A1. Ich zeichne jetzt gerade noch die Diagonale ein. Ja. So, um das noch ein bisschen anzudeuten. So, weiter heißt jetzt die Punkte BN. Liegen auf der Geraden irgendwo drauf. Ja, also irgendwo hier damit drauf liegen sie. Und weiter gilt, die können ja irgendwo liegen, weiter gilt, der Abstand von Punkt B zur Symmetrieachse beträgt 2 Längeneinheiten. So, das Sinnvollste ist jetzt, man nimmt einfach das Geodreieck. Ich habe oben jetzt kein Lineal drin, ich zeichne es mal ein. Man legt das Geodreieck an und misst einfach im Prinzip hier so den Abstand von der Symmetrieachse, die geht ja durch AC, zur geraden G. Ja, also so lege ich im Prinzip mein Geodreieck rein und messe hier diesen Abstand. Der muss 2 ergeben. Und dann findet man eigentlich recht schnell raus, dass ich von diesem Punkt hier nach rechts rüber, das ist genau mein Abstand von 2 Längeneinheiten, also muss hier mein Punkt B1 zu finden sein. Ja, Punkt D ist jetzt auch nicht weiter schwer, weil wir haben hier eine Symmetrieachse, das heißt, ich muss nach links hier auch entsprechend 2 Längeneinheiten nach links gehen. So, verbinde ich noch die Punkte. Ja, der ist ja im Prinzip schon verbunden. Man kann es auch farbig machen, damit man den Drachen ein bisschen schöner sieht. Aber den ersten haben wir jetzt schon. Muss noch den zweiten zeichnen für x gleich 3. Der steht hier. Gleiches Spiel. Ja, ich suche, wo ist x gleich 3, gehe nach oben und unten, bis ich Parabel gerade treffe. Unten liegt mein Punkt A2, oben liegt mein Punkt C2. Ich skizziere mir wieder die Symmetrieachse rein. Na, jetzt gibt mein Stift gerade wieder auf. Komm, jetzt. So. Gilt für gleiches Geodreieck anlegen oder wenn man es oben schon gemerkt hat. Hier ist mein Punkt B2. Ja.
einfach wieder hier diesen Abstand messen, zwei Längeneinheiten, und dann muss ich nach links auch wieder zwei Längeneinheiten gehen. So, dann zum Schluss noch mit dem Geodreieck verbinden. So, und dann habe ich hier meine zwei Drachen, die ich halt einzeichnen sollte. Das ist D1. So, jawohl, Aufgabe erledigt, die Drachen sind drin. Schnell nachgucken, musst du nur was Zweites machen. Nee, nur Drachen zeichnen. Gut.